Seid ihr bereit für die nächste Welt? Nein? Ich schon. So. Ah nein, da wollte ich nicht hin. Oh Mann. Ups. Egal, nicht so schlimm. Kai will zeigen, dass wir wieder zurück kann in die gute Befestigungsanlage. Oh yeah. Und ich habe jetzt eine 2 von 4. Das letzte Part, das war richtig. Woody-woo. Ziemlich geiler Kampf. Aber ich habe mich wieder mal angestellt wie ein vollen Noob auf Dienst. Sonst wäre es doch nicht witzig. So ein Atlantiker kann ich nichts machen. Also, auf geht's. In den Expressweg der Antike. Ich könnte jetzt natürlich auch meint die Straße nehmen. Das ist die Scherbenbresche. Ich glaube, chronologisch ist es egal. Vom Level her weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich gehe zuerst zur Zauberlampe. Warum? Weil die Zauberlampe cool ist. Sondern 2 neue Schiffchen. Alter, das hat 400 Angriff. Nicht schlecht. Aber wahrscheinlich viele Laser wieder mal dabei, die ich nicht mag. So. Das Alvai-Schiff mit 222. Das geht jetzt richtig los. Ab geht's in den Expressweg der Antike und da geht richtig die Party ab. Und das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Da geht wirklich die Party ab. So, ich finde es lustig, dass das immer so eine coole Erklärung ist, die man nicht braucht. So, wie viele Schätze gibt es? Viele, aber nicht so viele. Alles klar. Und es ist Party! Mann, die Musik ist richtig geil. Yay! Yeah. Eisrekommen und hier gibt es dann bei so einem Gegner, der ziemlich witzig ist. Da muss man nämlich einmal links und einmal rechts zuhauen. Und hin und wieder mal kommen lassen. Und kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen. Und dann wieder immer schauen, wo welches Rad gerade von vorne zeigt. Dann kann man den schön nach hinten halten. So, zack! Den zu besiegen habe ich bis heute gar nicht geschafft irgendwie. Aber jetzt, verdammt. Der will nämlich rammen und das macht übelst Schaden. Oh yeah, das macht hier übel Schaden. Das macht einfach richtig übel Schaden. So. Mal schauen, ob das synchron bleibt mit dem PC. Ich sehe wieder mal, dass er richtig am Abkacken ist. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen, wenn es so richtig Party-like ist? Und da ist er weg. Ich habe es bis heute nicht hingekriegt, den irgendwie zu besiegen. Aus mit Kamikaze-Tools. So, oh yeah! Mehr Medaillen braucht das Land, bitte sehr. Und hier ist Level 20 Medaille. 30 Medaille, gar nicht mal so einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Weil man diese Räder da besiegen muss. Diese Kamikaze-Gegner, die einen rammen wollen. Das ist dann eine nette Herausforderung. So. Das ist richtig Party! Yay, yay! Oh, ups, aufpassen. Immer schön ausweichen hier. Und wie das bekommen? Materialgummi, 10 Stück davon. Ach, das ist doch nicht gefährlich! Mehr Gegner! Oh Mann. Keine Ahnung, wo dieser Laserstrahl herkommt. Aber wir haben hier gerade viele Gegner versaut. So, du, mein Freund, du gehst nach Hause. Du gehst nach Hause. Einfach weiter ballern. Einfach ballern. Ballern, 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 ballern. Stimmt, ich habe mein Dings hier eingestellt. Meine Gummischiffchen. Aber egal. Stell dir keinen. So, nochmal Gegner und dann schon der Ausgang. Ich bin erstmal mit deinem Level 3, ja. Also hier Level 30 herzukriegen, das wird ein Heidenarbeit. Da brauche ich ein besseres Gummischiff dafür. Eins mit mehr Power! So, und das war's. Richtig Party! Also richtig. So, Mission 1 und 2 fortgeschaltet. Und Highwind Level 6 Entwurf enthalten. Und noch was? Falcon Level 3 Entwurf erhalten. Was? Jetzt erst Level 3? Alles klar. Falcon Level 4 erhalten. Jetzt geht's überhaupt hier. Und Kometgummi erhalten. Der Kometgummi ist richtig geil. Das ist nämlich ein Laser, den man nicht aufladen muss. Das schießt von alleine. Richtig geile Waffe. Ich mag diese Route. Und da geht ja richtig die Party los. Gut. Und auf zur nächsten Welt. Na, welche ist das wohl? Willkommen, Agrabah. Okay, von Level her könnte es sogar passen. Level 22 wird empfohlen.
Aber ich komme mich sowieso schon overleveled vor. Naja. Willkommen in Agrippa, Leute. Stadt voller Zauber. Und den neuesten Angeboten von Montag bis Donnerstag zum Uhrzeit habe ich vergessen. Hab schon ewig nicht mehr Aladdin geschaut. Ewig nicht mehr. Ja, wo kennen wir doch? Wie es Aladdin und Jasmin wohl geht? Hey, vielleicht ist ja Rico bei ihm. Ja, und der König. Impulsiv. Gib's zu, Donner. Du hast doch das Gleiche gedacht. Nein, aber ich nicht. Ui. Das ist doch, das ist Iago. Moment, nicht gleich so feindselig. Du bist Iago. Schon, aber ich bin nicht mehr der Alte. Ich trage neue Federn, ehrlich. Keine faulen Tricks mehr, versprochen. Das riecht nach einem neuen faulen Trick. Ihr müsst mir aber glauben. Ich war mit Jafar in der Lampe eingesperrt, wisst ihr noch? Ich konnte zwar entkommen, wusste dann aber nicht recht, wohin. Frei wie ein Vogel also, was? Viel Spaß. Oh, Leute, der ist aber traurig. Ich möchte mich bei Aladdin und Jasmin entschuldigen. Könntet ihr wohl ein gutes Wort für mich einlegen? Klar, machen wir, oder, Leute? Vorsicht! Herzlose! Ihr seid immer willkommen. Ist wirklich so. Herzlose und der Iago, der war in der Lampe. Ich frage mich nur, wie der entkommen ist. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Wird das eigentlich mal erklärt? Auf jeden Fall Waisenform! So, jetzt wird gezaubert! Und zwar so richtig heftig! Feuer! So richtig heftig gezaubert wird hier! Ich brauche mehr als Lose! Mehr, mehr, mehr! Und DMP aus. Tja, kann nichts machen. Außer weiterkämpfen. Juhu! Miau! Die besiege ich, jawohl, kein Problem. Der nächste bitte. Ah, dass die Form so schnell runtergeht, ist schon etwas derbe. Aber ich will sie als Mixed Level bringen, das wird noch eine lange Zeit dauern. So, das läuft hier auch auf Zeit, was interessant ist. Na, woher kommen die nur alle? Zerleg sie alle! Wie der rumschreit. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Vogel der Iago ist. Papagei ist es nicht. Glaube ich zumindest. Ohne Iagos Hilfe werden wir ziemlich unter dem Sand. Meine ich da auch, Freunde? Nee. Aber egal. Ich schätze, schulden dir was. Spitze! Aber alle, das musst du schon selbst erzeugen, ja? Also zeig dich von deiner besten Seite, klar? Ja, alles klar! Wo ist Aladdin eigentlich? Ich werde es im Palast! Ja, stimmt, er ist mehr oder weniger jetzt ein Prinz, weil er Prinzessin und so, ne? Muss ich noch mehr sagen? So, auf jeden Fall. Zweiflast ist wieder mal auf Maximum, was sehr interessant ist, obwohl ich nicht die Welt verlassen habe. So. Folgende Windausrüsten hat zwar weniger Magie, aber die Ability schon mehr und das Schwert sieht richtig geil aus. Oh yeah. Besser wie Monochrom, wie ich finde. Und ein Luftmolch erhalten. Löst einen mächtigen Combo-Abschlussangriff auf einen einzelnen Gegner in der Luft aus. Das ist ein Ability gegen einzelnen Gegner in der Luft. Und weil ich es mal zeigen will, das Trio-Limit rein. Einfach nur, weil ich es zeigen will. Ich spiele sonst ja auch immer ohne. Ability und Teamwork erhalten. Das ist einer der stärksten Limits im gesamten Spiel. Das ist kein Witz. Das Limit Teamwork mit Goofy zusammen ist verdammt stark. Puh.
Ich glaube so 4-5 Mal und ihr besiegt alles. Jeden Bosskampf, kein Problem. Dieses Limit ist einfach übermächtig. Das ist kein Witz, Leute. Nochmal das Schwert auspacken. Das sieht so richtig geil aus. Ich finde es cool, dass der Schlüsselanhänger so ja, eine Münze ist. Aus der Welt. Das ist sehr interessant. So, Moki, hast du was für mich? Ich glaube nicht, ne? Mal sehen. Oh, ein göttliches Tuch kann man schon kaufen. Feuerreifen, Eisreifen, Blitzreifen, Aegis-Kette. Oh, die könnte man sogar kaufen. Die ist richtig geil. Die Aegis-Kette. Ich glaube, da kaufe ich sogar eine. Ich habe eh so immer so viel Geld. Also her damit. So. Das Coole an der Aegis-Kette ist, sie verringert viele elementare Schäden. Jetzt habe ich's. Und erhöht die Verteidigung um 2. Also die Aegis-Kette ist eine der besten Ketten, die man kaufen kann. So, und dann gebe ich den Champion. Gut, dann hat er auch ein paar Resistenzen. Dann passt's wieder. Und Goofy ist irgendwie immer mit mir ohne Rüstung, solange bis ich beschnitten bin. Das ist schon immer so gewesen. So. Gibt's irgendwas Neues? Nee, ne? Oh, Moment. Stimmt, die Eisgeklammer. Hier noch was? Ah, ich bräuchte einen Pyrotropfen, Alter. Ich glaube, den kriege ich sogar in dieser Welt, ne? Ja, den kriege ich sogar in dieser Welt, den Pyrotropfen. Das heißt, ich könnte sogar einen Feuergereifen eventuell machen. Ach, Haarsplitter, da war irgendwo weiter vorne. Egal. Schmieden tue ich sowieso später. Wollte nur schauen, was ich hier irgendwas machen kann. Und das Lustige ist, jetzt kommen keine Gegner. Also, wenn ihr jetzt auf Schatzkisten suchen geht, dann macht es auf jeden Fall jetzt. Später werden euch die Gegner zu... Naja, sie werden euch nerven. Nicht mehr, nicht weniger umbringen, wenn sie einen kaum, weil es schwache Gegner sind. Wie immer. So. Ein Weiberkugel halten. Eine, jetzt habe ich's. Und, das ist eine Kiste. Herr damit. Kisten. Mehr Kisten. Ja. Ich gleich so ausrasten hier. Mit Rilltropfen. Ah, hier gibt's viele Schmiede-Items wieder mal. Finde ich cool. Und da hinten ist noch eine Kiste. Na, Alcapa ist groß. Größer als wie im ersten Teil. Was ich cool finde. Im ersten Teil war Alcapa ziemlich kurzweilig. Es war die Höhle, die Wunderhöhle. Und eine gerade Straße. Und das war's. Hier haben sie Alcapa so eine richtige Stadt gemacht, was ich richtig geil finde. Also man merkt schon mehr, dass es eine Stadt ist, als wie im ersten Teil. Im ersten Teil war das einfach nur, ja, ein gerader Weg. Nicht mehr, nicht weniger. Was sagt der Jago eigentlich? Nichts Wichtiges, ne? Das Gebäude mit der Kuppel ist der Palast. Das hätte ich nicht gedacht, dass das da vorne der Palast ist. Also ehrlich, das muss ein Rathaus sein oder so. Ja, aber nur fast. Aber nur fast. Schau mal, ob der Aladdin zu Hause ist. Obwohl das vielleicht ein Zuhause ist. Hallo, Jasmin. Jasmin. Sora, Donald, Goofy. Ich hatte nie Gelegenheit, mich für damals zu bedanken. Ihr habt Aladdin geholfen, Jafar zu besiegen und Agrabah zu retten. War doch nichts Besonderes. Aber wie es aussieht, führen die Herzlosen wieder Böses im Schilde. Können wir euch irgendwie helfen? Wir kommen schon klar, hoffe ich. Und du hast ja noch Aladdin. Er ist in letzter Zeit so komisch. Was? Sind das andere Herzlose? Weiß ich nicht. Meistens ist er so fröhlich wie immer. Aber manchmal, da wirkt er so traurig. Er verlässt den Palast oft und geht alleine irgendwo hin. Ich habe ihn darauf angesprochen, aber er sagt, es sei nichts. Heute ist er wieder fort. Was ist, wenn er diesmal nicht zurückkommt? Hey, vielleicht hat er ja heimlich eine Freundin. Alles klar, ich werde rausfinden, wer sie ist. Jago! Schnell, Sora, schnapp ihn dir! Und ich warne die Wachen und alle Palastbewohner. Warte doch, Jago ist nicht... Ja. Verkackt. Na, bravo. Warum sagst du auch sowas? Ich würde mal sagen, Jago geht vom Schlimmsten aus. Hey, vielleicht sollten wir mal mit Aladdin reden. Er muss doch irgendwo in der Stadt sein, oder? Gute Idee. Ich frag mich, was er so getrieben hat. Also, dass Aladdin eine andere Freundin hat, unwahrscheinlich.
aber... Bleib stehen, du Dieb! Den Affen kenn ich doch! Hallo Sora! Hi Aladdin! Stehen bleiben! Dieser Affe. Hast du dieses Felknäuel nicht im Griff? Dann leg ihn an die Leine. Hey, es tut mir leid. Du solltest dich was schämen, Abu. Vergibst du uns? Abu? Hey Leute, tut mir leid wegen vorhin. Ich hatte es echt eilig. Was ist passiert? Ihr kennt ja Abu. Er konnte nicht die Griffe von dieser Lampe lassen. Das Affentheater nützt dir jetzt auch nichts. Affentheater, das passt perfekt. Also eigentlich machst du gar keinen so traurigen Eindruck auf mich. Wer sagte, dass ich das wäre? Prinzessin Jasmin, sie macht sich Sorgen, weil du immer in der Stadt bist. Hast du eine Freundin? So ein Unsinn. Aber ich schätze, man kann Jasmin nichts vormachen, was? Wisst ihr, Chini und der Teppich haben sich aufgemacht, die Welt zu sehen. Die ganze Welt. Das ist, was Chini schon immer wollte. Also gönne ich ihm natürlich die Reise, aber... Du vermisst ihn. Mann, ohne Chini ist es richtig langweilig. Und ob... Deshalb komme ich immer hierher. Diese Energie, die Menschen, die nicht vorhanden sind. Hier ist immer irgendwas los. Bis auf der Händler. Ich meine, seht euch doch selbst an. Ich habe euch immerhin heute hier getroffen, oder so nicht? Die Stadt ist eben voller Überraschungen. Wie Donald reinschaut so richtig. Sora? Iago? Ach ja, er möchte sich für all den Wirbel entschuldigen, den er verursacht hat. Ach, möchte er das? Ich glaube, er meint bereut wirklich, was er getan hat. Lampe! Was ist damit? Das war die Lampe! Ach komm, es gibt doch Millionen solche Lampen. Öllampen. Hey, ich war in dem Monat lang eingesperrt. Ich irre mich ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das meint auch der Abu. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber heißt Abu eventuell Affe oder sowas? Muss ich mal ein bisschen googeln. Dann gehen wir bis zurück und sprechen mit dem Trödler. Klar, wir sind dabei. Da sind wir dabei. Aladdin ist jetzt mit an der Gruppe, aber... Aladdin ist ein cooler Charakter. Aber ich will jetzt erstmal das Limit ausführen. So, da Aladdin hat so einiges drauf. Schlitzerstaccato. Okay, das gibt's hier schon. Stopp die Bewegung des Ziels in einer schnellen Folge von Attacken. Also so eine Art Stopp, Schnellsprung. Springt zu auf den Gegner. Und Express ist das Limit von ihm. Itemboost brauche ich nicht. MB hast ist interessant. Und der Dickschädel. Dickschädel ist eine interessante Ability. Wenn man eine Combo erhält, also eine richtig krasse Combo, die mehr als die zwei Schläge hat, und wenn man da normalerweise draufgehen würde, kann mit Dickschädel diese Combo aushalten. Zusammen mit Trotzkopf ist es dann der Trotzschädel. Wenn man dann tot so richtig trotzt ohne Ende. So, mal kurz wechseln. Ich will mir das Limit ausführen. Oh, jetzt auf zum Trödler. Ah, sind schon herzlassen. Okay. Bitch und Tipp! Yay! Wie gesagt, er ist verdammt stark. Yay! Und auch Harttropfen halten. Ist einfach ein bisschen Rakete von Goofy. Also, der letzte Angriff von Goofy, den man gerade gesehen hat, der macht wirklich übelst Schaden. Da gehen die meisten Bosskämpfe schon sehr schnell weg, wenn man dann macht. Eigentlich Ether? Habe ich sogar. Dann geht's wenigstens mit dem Limit schneller. Ich will die ganzen Limits mal zeigen, was ich hier so habe. Die neuen. Pitch und Hit werde ich so öfter noch einsetzen. Einfach weil es so übel stark ist. Das ist nicht nur übel stark, das ist übertrieben. Aber nur ein bisschen. So, warte, bis die MP voll sind. Nom 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 nom. Und voll. So, das Dreh- und Limit ist auch interessant. Das wäre eigentlich besser, wenn mehrere Gegner da sind, aber egal. Triogramm! Das sind jetzt drei Befehle. Und je nachdem, wie man das angefangen hat, muss man da ein bisschen anders machen. Das heißt, wenn man mit X anfängt, muss man mit X auslösen.
mit Dreieck, Dreieck. Und dann kommt Trio Grande. Extremer Abschlussangriff mit extremer Combo. Das war's. Und am Ende halt richtig viel Licht. Also das Limit, das Triogramm ist richtig nice. Und es ist auch eine Variation, wenn man jetzt und wechselt. Egal es wenn. So. Dann kämpft nämlich nur Sora im Limit. Und das ist auch gar nicht mal so schlecht. Das Triogramm mit nur Sora, das könnte zwar besser sein, aber auch schlechter. Passt schon, würde ich sagen. So. Highbush gibt's hier. Also diese Herzlose sind cool. Die kann mit Dreieck zum Vortex-Wolle machen. Und dann greifen sie ihre eigenen Kumpels an. So. Triogramm mit nur Sora. Einfach viele Schläge. Da muss man schnell nochmal Dreieck drücken für Furia. Einfach eine kurze Angriffsfolge. Mehr ist das nicht, was ich, naja, finde. So. Jetzt soll das Limit wieder raus, falls ich's verhaue. Na, warte, das war hier. Aber wenn man immer mal gesehen hat, das Trio-Limit alleine und mit dem Team. Mit dem Team ist es interessant, da muss man nämlich Schläge treffen, damit das stärker wird. Okay. Wirbelwind! Jips! Schlitzen! Und dann kommt Vater Morgana! Yay! Und der Abschlussangriff ist richtig mächtig davon. Und gibt auch heftig viele Drive-Kugeln. Mit heftig meine ich so richtig viele Drive-Kugeln kriegt ihr da. Ist einer der besten Orte, um seine Drive-Leiste aufzufüllen. Wenn man es legal macht. Gibt's irgendeinen Weg, euch diese Lampe abzukaufen? Aber sicher. Das heißt, falls ihr euch das leisten könnt. Ja. Keine Sorge. Genau, wir bezahlen einfach mit köllischen Sche... Donald. Ja. Könnte ich euch vielleicht eine andere Lampe schmackhaft machen? Nein. Die ist es, die wir wollen. Sora, du machst es genau falsch. Du musst das tun, als wärst du überhaupt nicht daran interessiert. Also das Handeln lernen hier muss er noch lernen. Das ist wirklich witzig. Das, was du haben willst, das musst du erst sehr spät anschauen oder halt so tun, als hättest du kein Interesse daran. Das ist halt Handelsverhandlungen. Orient. Nummer 10, vielleicht lasse ich mich ja überreden. Falls ihr mit dem einen Schatz bringt, der selbst meine Vorstellungskraft übersteigt, etwas, das sagen wir, eine Sultanswürdig ist, dann gebe ich euch's. Ja, dann gebe ich euch, sonst nicht. Ich will denn sowas aus der Hand klatschen mit Schlüsselschwert, aber Sora ist er leider viel zu nett. Ein Schatz? Das könnte knifflig werden. Im Glas gibt es noch ganze Mengen davon. Aber die Sachen gehören mir nicht und ich kann mich nicht darum bitten. Ich will nicht, dass der Simon oder Sultan sich Sorgen machen und sie meinen, ich würde das ganze Staatsgeld ausgeben. Hey, ich hab's! Was ist mit der Schätze in der Wunderhöhle? Also gut, Jacke, du führst uns. Und nachdem wir den Schatz haben, schenke ich vielleicht sogar deine Entschuldigung Glauben. Nur vielleicht. Du kannst auf mich zählen! So, ich lass mal Aladdin nach vorne. Moment, MP aufladen. Oder Moment, das muss ich gar nicht. Ich will so driven wieder mal. Und herzlos besiegen. Weil das meine Leiste sollte höher werden von der weisen Form noch 51. Das kann auch dauern. Das kann auch dauern. Das kann auch richtig lange dauern. So. Driven in die weisen Form. So. Das hat einen Effekt, warum ich es jetzt mache und nicht während Gegner da sind. So. Erzähle ich euch später mal. So, und jetzt. Hallo Herzlose, ich hab euch schon fast vermisst. Juhu, Feuer! So richtig heiß muss es sein, so richtig schnell heiß in der Wüste. Feuer! Noch ein Gegner? Nein? Okay. Hier müssten ein paar Schatzkisten sein und die kann mich gut erinnern. Ey! Das Coole an der weißen Form ist, man kann diese Gegner, die richtig dick sind, sage ich mal, auch frontal angreifen und es macht Schaden. Also es ist einer der besseren. Ups. Formen. Und ich glaube mit der Kältenform kann man es auch machen.
Aber das ist nicht so effektiv. Au. Ah, Vortex-Wolle! Und nochmal! Das macht auch Schaden. Gar nicht wenig. So. Wolle! Moment. Komm her. Wolle. Jawoll. Zack, bumm. Dieses Wolle ist sehr interessant. So, gib her. Level 21. Abitur Termin erhalten. Yeah. Also, mit dem zweifelhaften Leveln ist gleichzeitig normales Level. Und ich komme jetzt eh schon overleveled vor. Naja. Was will man machen? Ich habe eigentlich nicht vor, Captain Low ranzumachen oder sowas. Das habe ich mir privat gemacht. Ist gar nicht so schwer. Also hier mit geringen Leveln durchrasen. Blitzen muss es! Diese Gegner im Ball haben Resistenzen vor vielen, vielen Magien. Was ich sagen wollte, das geringste Level, mit dem ich Kingdom Hearts durchgespielt habe, also 2, ist 32. War ich bin am Ende. Und das war recht gechillt. Ganz im Ernst. Ich hatte keine Probleme. So. Donald, ein bisschen Kometen regnen lassen. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen mehr. Und das kriege ich hier nach Harttropfen. Hm. Ich bräuchte einen anderen Tropfen. Nämlich den Pyro-Tropfen. Aber ich glaube, den kriege ich in der Wunderhöhle. Ne? Und ich glaube, da gibt es auch Zyanid und sowas. So, aber zuerst MP aufladen. Ding, ding. So, Mithril-Tropfen. Und da hinten ist ein Wirbelsturm, glaube ich, ne? Moment. Da hinten. Ja, da ist ein Wirbelsturm. Na gut. Dann gehen wir in die Wundhöhle. Und hier ist nebenbei eine große Kiste. Eine Karte kann es nicht sein, weil die habe ich schon. Nein, ist es der Virtuosenring. Erhöht die maximale AP, die man ausrüsten kann, um einiges. Ich glaube um 3 Punkte oder so. Schau mal, Moment, das ist 4 sogar. Aber ich brauch's nicht. Ich gebe es mal Donut, da kann sicher damit was anfangen. Weil ich zu keine Abilities ausrüsten. So, schau mal. Ja, Esprit rein und Charmeur. Oder mal statt Charmeur Feuer. So, damit, falls Donut Schaden kriegt, er ein paar MP bekommt. Und das mit Esprit ist gar nicht mal so übel. Normalerweise gebe ich Virtuosenringe Sora selber, aber braucht er nicht. Braucht er nicht. Oh, Carlo, in der Wunderhöhle. Was macht denn der denn hier? Und wie kommt der hierher? Ich weiß es nicht. Da wären wir! In Kingdom Hearts 1 war das ein Bosskampf. Ein ziemlich anständiger sogar. Und hier, ja, sind es nur ein paar Gegner. So, Wirbelwind! Ich will Dreif haben. Ihr gebt mir 3 Punkte, Leute! Und Wirbelsturm! Schlitzen! Yeah, das Coole ist, man zielt alles an nach dem Limit. Und wie man sieht, hat meine Dreifleiste direkt auf 3. Von 1 auf 3 und das ist ordentlich. Das ist richtig ordentlich. So, ich brauche mehr Herzlose, die ich besiegen muss. So, die gehen die Vortex-Wolle machen, diese Herzlosen. 10 Magie immun. Komplett. Das heißt, ich kann dem nur mit Schüssen Schaden machen, was ziemlich nervig ist. So. Ach, nebenbei, was man auch kann mit der Form, ist Sprint mit Viereck. Das ist so ein kurzer Sprint. Und wenn man das hochlevelt, die Form, geht das sogar länger. Ist nice to have, aber braucht man nicht wirklich. Tal der Steine. Willkommen in der Wunderhöhle, Leute. Und die sieht ein bisschen anders aus, wie in Kingdom Hearts 1. Viel cool, dass die umgebaut haben. In Kingdom Hearts 1 war das richtig cool. So, Feuer! Diese Gegner haben eine Eisimmunität und eine Feuerschwäche. Und ah, gibt's doch hier einen Zyanidstein. Ich wusste doch, hier gibt's einen Stein. Ein Pyrostein müsste es hier auch geben, genau von den Gegnern, diesen roten Kugeln da. Yay! Ach man, schon vorbei. Ah, dann Schlitzen! So richtig hart! Aua! Ihr macht mir so viel Schaden. Ich glaube, ich ist wieder Angriffsrunde.
Alles im Bereich des Machbaren. Wups. 13 Fangshunde geben die nur. Ist das süß. Ich will eigentlich nur Zyanid-Ding haben. Und? Mit Limit. Donut ist Level 22. Okay. Und bevor ich jetzt da hier mich zu Tode kämpfe, Kiste. Eine Drillsplitte bekommen. Nice. Aufpassen. Richtig viel Eis ist hier am Start. Oh, hier gibt es auch ein Abilitamin. Also hier gibt es viele, viele Herzlose, die auch ordentlich einstecken können. Aber hier hinten sind zwei Dicke und den will ich jetzt mit Wirbelwind machen. Yay! Weil der gibt richtig viele Drive-Kugeln, weil er extrem viel aushält. Bei Fata Morgana müsst ihr nebenbei X und Dreieck drücken. Sonst passiert nichts. Drei Plops auf zwei? Okay. Och man, lass mich doch. Nein, Achtung, Moment. Aufpassen, aufpassen. Einfach stehen. 3, 2, 1 und eiskalte Vorhand. Ist so eine Art Counter auf den Gegner. Und ach, kein Volltreffer, weil Flammenwurf dazwischen kam. Musst du mit deinem Feuer hier speien? Ja, muss er. Man kann diese Feuerbälle nebenbei abblocken. Man kann bei denen alles abblocken, bis auf das Feuer selber. Was richtig interessant ist. Uff, so viele Gegner hier! Viel, so viele! So, jetzt aber. Kommt her! Ich zerschlitze euch! Das Coole ist, die Gegner haben hier wieder volle HP. Das heißt, man kann hier richtig mit den MP oder mit Limit drei Kugeln sammeln. Und gar nicht mal wenig. Jupp. Na dann, Weisenform wieder. So, zack, zack. Eis. Die haben den beiden eine Eisschwäche, die Freunde. Sind halt Feuergegner. So. Ah. Bisschen genauer, bitte. Seid so. Zack, zack, zack. Geht doch. Und dass er so viel aushält. Okay, da ist weg. Und jetzt bist du noch dran. Ether und was bekommen? Pyrostein. Ah, ich brauche Pyrotropfen. Das wird witzig. So, jetzt aber weiter hier. In die wunderbare Wunderhöhle. Quack. Raum der Steinwächter. Ah, stimmt, das war das. Das ist cool. Es sieht aus, als könnte man jetzt in den Sockel einstecken. Und was kann man reinstecken? Na, was wohl? Das hier.